Was geht ab, Leute? Nerdalert Games und willkommen zurück zum was Match for Last Light. Warum hat er angehalten? Holy fuck. Irgendwas wird garantiert den Aufzug festhalten. Irgend so ein riesiges Monster oder so ein Mist. Bremse angezogen oder was? Scheiße. Komm schon. Genau, komm schon. Ich glaube, wir pumpen mal ein bisschen. Düm, 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 düm. Gott verdammt, die haben uns gehört. Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Netz. Oh shit, da kommt die Brutmutter, wie ich gesagt habe. Das sind echt viele. Holy shit. Wow. Weg damit, weg damit. So ist gut. Siehst du den Bauch? Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Okay, Artyom. Wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Wohl wahr. Direkt aufs hässliche Gesicht. Wow! Das Mistviech. Gottverdammt! Oh, wie? Gebratene Brutmutter Brutzelspinne. Puh, danke, Kumpel. Eine für alle, was? Na, ha. Hier! Wieder Wodka-Pilze. Wir gehen erstmal hinten lang. Liegt meistens was. Boah, da bewegt sich sogar. Das ist die Kiste, die ich haben wollte. Nee, die Packs immer noch voll. Oh, fuck, die kleinen Biester. Immer schön anleuchten. Sehr schön. Das ist hoch. Spring doch, bin schon längst drüber. Oh, widerlich, wie die Viecher mir ins Gesicht fliegen. Müssen wir hier wieder springen? Das ist ein bisschen extrem weit. Was schlägst du vor? Mist, die schon wieder. Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren. Ich versuche, uns rüberzubringen. Null Problem. Das sollte gehen. Na komm, zeig deinen Bauch. Wow. Ganz schön flink. Artyom, Artyom, komm und hilf mir, das rauszuziehen. Schon dabei. Voller Gewalt. Oh, wir machen Stabhochsprung. Aber hoffentlich mit Schwung. Denn wenn wir in der Mitte stehen bleiben, nicht so lustig. Gut gemacht. So, jetzt komme ich. Hier, hier, hier. Jawohl. Bye, bye. Oh, shit. Guck mal, weit. Nee, die sind runtergefallen. Nimm lieber Licht! Schieß, wenn sie offen ist! Ich brauche nur noch zwei Schuss mit dem Ding. Brutzel! Sofort abschießen! Jetzt soll ich auf einmal schießen. Nö, 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 wir sparen Munition. Hier, ich heb dich hoch! Scheiße, die sind drinnen! Aktion, hilf mir! Oh, wie viele! Zwei Stück, vor uns noch ein, so ein Viech. Nice. Schneller, schneller, schneller! Bewegung! Weg, 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 weg! Hier! Komm, hau rein! Anstrahlen? Ja, da aus ab, ne? Schön den Rückwärtsgang einlegen. Kommen sie gar nicht drauf klar. Bereit? Los geht's! Das an! Juhu! Alles klar, Artyom! Aber immer doch. Komm schon, los geht's! Licht, da! Los! Oh, Licht ist immer super. Wie gefällt euch das, hä? Wie gefällt euch das jetzt, Schlampen? Richtig so! Versprüht überall euer okay, Netz. Hier sind wir sicher. Feuerzeug. Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das schlecht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. Okay, okay, okay.
Es werde Licht. Eigentlich ist ja alles drumherum nass. Trotzdem leuchtet das Ding. Warum nicht? Lass uns gehen. Sehr schön. Hätte mein Feuerzeug nicht schaffen können, ich weiß. Eine Fackel ist halt epischer. Scheiße! Artyom, bleib dir bei mir! Okay, okay. Mach ich dir nicht von der Stelle. Auch wenn du vielleicht ein bisschen übel riechst. Oh, wir müssen jetzt schon wieder pumpen. Verschwinde! Weg! Weg! Wenigstens fühlt sich das schneller auf als im letzten Teil. Verschwinde! Weg! Weg! Genau, weg mit euch! Gibt ihr Rückendeckung? Scheint niemand hier zu sein. Außer natürlich die kleinen Spinnen. Die gebrutzelt so? Wie in China am Spieß? Scheiße. Sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte führen nach. Da! Hey, sieh mal, da. Du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungskasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Ladegerät anschließen, Tür öffnen. Nur wie komme ich hier rein? Tür ist zu. Ah. Na, wo ist hier doch so ein fettes Viech? Die kleinen Viecher sind halb so wild. Mach mir eher Sorgen um die großen. Nicht aufstehen. Nicht zum Zombie werden. Obwohl, das wäre auch ziemlich nett. Irgend so ein genmanipulierender Virus. Lässt die Viecher wieder aufstehen. Hey! Burn alive! Greift mich sogar noch an! Ja. Ich erlöse dich. Viecher sind feige, die müssen doch meistens von hinten kommen. Komm, zeig deinen Bauch. Oh, da ist noch ein Viech. Noch ein Viech oder lebt das noch? Oh mein Gott, komplett rot gebrutzelt. Komm, komm, fahr weg. Alles klar. Wir werden noch viel mehr kommen. Ich muss hier langsam alles aufsammeln und schnell hier raus. Boah! Sag hier, die kommen ohne Ende. Okay, ich sollte nicht so weit vorrücken. Komm schon, weg! Shit. Du hast ihn mit dem Falschen angelegt. Desto schneller ich vorrücke, desto mehr Viecher dürften hier im Endeffekt auch sein. Eier platzen wahrscheinlich nur, wenn ich in der Nähe bin. Nette Bewegungssensoren. So, hier irgendwo müsste der Kasten sein. Da. Pumpen, pumpen, pumpen. Tada. Licht, Licht, Licht. Ah, das war genial. Gut überlegt. Bereit? Gut. Erster. Wieso zum Teufel brennt hier alles? Okay. Oh, die Fackel weggeschmissen. Mir nach. Ach. Wieder ein Stück weiter raus. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist. Ich habe keine Angst vor meinem Licht. Leider, Spinne.
Und glaub mir, Brennspinne. Werden. Da hast du vollkommen recht. Dem kann man immer nur zustimmen. Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Bezweifle ich ganz stark. Jetzt können wir wieder schön wischen. Hey, Freund. 5 Minuten. Ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Schupp. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Aha, was haben wir denn hier? Ein Safe. Vergiss nicht. Nette kleine Entdeckung. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Tja, super Plan, würde ich mal sagen. Und weg damit. Licht! Mein Gott, wird doch Zeit. Das ist beeindruckend. Ich habe davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Wow. Warte. Bei der Strahlung sicher super. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Runterrutschen! Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Komm, wir müssen rutschen. Ist doch viel epischer. Legen wir uns nochmal richtig aufs Maul, brechen unser Steißbein. Jetzt geht natürlich saurer Regen. Ätzender Regen, wir werden gleich komplett aufgelöst sein. Ich kann fast spüren, wie er sich durch meine Handschuhe brennt. Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Und renn. Feuer! Sieh zu, dass deine Lampe aufgeladen bleibt. Gib mir Deckung, achte auf die Seite. Langsam jetzt. Mehr Spinnen. Immer nur Spinnen. Spinnen über Spinnen über Spinnen. Noch mehr Munition. Die Schallgedämpfte haben wir auch noch was? Okay. Bleib erstmal beim Gewehr. Ist ganz lustig. Was haben wir hier? Viecher. Altes Telefon, aber nichts Brauchbares. Ich liebe das, die Netze abzufackeln. Vielleicht fressen die Spinnen ja irgendwas, was uns töten würde. Oh shit, nee, das sagt mir gar nicht zu. Nichts drin, das war schon so verdächtig offen. Ha, sieht aus wie eine Shotgun. Zur Hölle. Wow. So komplett blutverwischt. So ist gut. Oh, jetzt können wir die Viecher endgültig in die Hölle schicken. Köpfe werden nur noch so platzen. Ich würde am liebsten noch dahinter irgendwie kommen. Cool. Was haben wir denn für Fallen gelassen? Oh ja, damit bin ich einverstanden. Ich bräuchte eigentlich eine schnellere Waffe, aber... ich denke, wir kommen auch so klar. 118 Schuss ist schon ziemlich geil. Das scheint hier nicht zu sein. Wir könnten die Waffe mitnehmen. Gegen das Gewehr. Wäre vielleicht ein bisschen klüger. Eine automatische ist immer gut. Okay, Zeit für Shotgun-Action. Voll! Bist du okay, Kumpel? Du bist ja voller Blut. Naja, das habe ich richtig kunstvoll abgewischt. Sehr schön. Die wird noch nützlich sein. Artyom, stopp! Runter! Sofort! Telepath! Meine Güte!
ein riesiges Ruder. Wow! Wenn die uns sehen, werden die in Stücke gerissen. Du, das sehe ich noch ärger.